Hofer gegen Van der Bellen. Das Krone-Hit-Wahlduell. Nach Wahlpannen, ja oder nein zum E-Voting? Das E-Voting kann man sich das natürlich überlegen, ob das technisch in einer Weise möglich ist, dass die Anonymität des Abstimmenden gewahrt bleibt und gewährleistet ist, dass nicht zwei Stimmen abgegeben werden und so weiter. Ich denke mal, wenn man das Pentagon hacken kann, da könnte man eine Wahl auch hacken. Das sind meine Sorgen, die es gibt. Asylwerber und sexuelle Übergriffe. Ist die Angst junger Frauen berechtigt? Ich will mir mal anschauen, was sind denn die sogenannten Hotspots? Ja? Tut die Polizei genügend, um dort für Sicherheit zu sorgen? Also bestimmte U-Bahn-Stationen und dergleichen. Ne? Ich würde aber davor warnen, generell jetzt in Angst und Schrecken zu verfallen. So werden wir die Probleme ganz bestimmt nicht lösen. Ja? Also zuerst einmal ist klar, dass man das Thema ansprechen muss, ohne gleich als ausländerfeindlich zu gelten. Das muss auch gesagt werden können. Wenn der Wiener Polizeipräsident sagt, er empfiehlt keiner Frau, allein auf die Straße zu gehen, dann ist das etwas, was wirklich bedrückend ist. Jugendstudie. Aussehen, Klamotten und Lifestyle kommen vor Politik. Der Vorteil des Alters ist, und jetzt spreche ich von meinem Alter, dass man das alles schon erlebt hat. Dass man immer wieder hat es jemanden gegeben, der gesagt hat, nein, die moderne Jugend, die kann dies nicht, sie will jenes nicht. Ja. Wir waren doch ganz anders, wie wir jung waren. Das stimmt doch alles nicht. Da kann ich nur sagen, scheiß auf die Klamotten, das ist das Unwichtigste überhaupt. Und überhaupt der ganze Markenzwang, ich muss unbedingt von dieser Marke etwas tragen, das ist derartig unwichtig und das ist alles nur Fassade und Hülle. Und deswegen ist ja das gesellschaftliche Miteinander so wichtig. Van der Bellen wird mehrheitlich von Frauen gewählt, Hofer von Männern. Warum? Ja, ist schon schön, wenn man der Liebling der Frauen ist. Na, ich werde mich bemühen, auch meine Geschlechtsgenossen sozusagen mehr zu überzeugen. Aber das finde ich schon toll, dass die Frauen mich so schätzen. Ja, ich hab auch schon drüber nachgedacht. Und ich möchte ehrliche Antworten geben. Ich weiß es nicht. Ich kann mich nur bemühen, ja, auch um die Stimmen der jungen Frauen. In Wirklichkeit musst du Politik machen, die ehrlich ist und geradlinig ist und kannst nur hoffen, dass dich Männer und Frauen unterstützen. Wie können Sie Anhänger Ihres Gegners überzeugen, Sie zu wählen? Manchen wird es nicht gelingen, aber manche würde ich vielleicht darauf hinweisen. Wollen Sie wirklich, dass der Bundespräsident, der Bundeskanzler, der Nationalratspräsident blaue sind? Alle? Die Blaue Republik, das wollen Sie? Wirklich? Indem ich mich nicht verstelle. Das ist das Wichtigste. Das ist dass man ja nicht etwas spielt, sondern wirklich ist. Mhm. Das ist für mich das Allerwichtigste in der Politik. Was mögen Sie an Ihrem Wahlgegner? Er wird sicher was Gutes haben, aber ich kenne ihn ja nur aus dem Präsidentschaftswahlkampf. Er hat neuerdings seinen Hund. Ich bin Hundeliebhaber. Ich hoffe, er hat viel Freude mit dem, ich glaube, Australian Shepherd hat er. Also das, wenn er sagt, ich rauche, ja, und ich weiß, es ist ein Fehler und ich empfehle es niemandem, weil es ist ungesund, aber er versteckt es nicht. Ja, und das ist auch eine Charaktereigenschaft, die wichtig ist, dass man ja auch zu den Schwächen steht, genauso wie zu den Stärken. Worauf können wir in Österreich in 20 Jahren stolz sein? Aber jeder für sich soll sich sagen können, ich habe das Beste versucht zu machen. Ob ich Erfolg hatte oder nicht, das ist, finde ich, nicht gerade zweitrangig, aber von geringerer Bedeutung. Sondern ob im Beruf oder in der Familie oder sonst wo. Jeder macht Fehler, aber rückblickend ist es schön, wenn man sich sagen kann, aber ich habe es probiert. Ich habe nicht aufgegeben, ich habe es probiert. Ich hoffe, dass wir in 20 Jahren sagen können, unsere Wirtschaft funktioniert toll. Die Betriebe haben weniger an Bürokratie zu erleiden. Deswegen gibt es viele Arbeitsplätze. Wir investieren viel in Forschung und Entwicklung und haben ganz, ganz viele kluge Köpfe in Österreich. Das Land funktioniert. Heimat. Etwas Wunderbares, wenn man es hat. Der Ort, an dem ich mich nicht erklären muss. Verbotsgesetz. Soweit es die Nazis betrifft, soll es bleiben. Notwendig und wir brauchen auch noch eines gegen den Islamischen Staat. Homo-Ehe. Warum nicht? Ehe ist für mich etwas, das die Kinder schützen soll, die dabei entstehen können. Partnerschaft gut. Ehe ist gar nicht notwendig. Burka. Mir unsympathisch, aber verbieten? Große Frage. Textiles Gefängnis. Gott. Lebt, sagen viele. Mir ist die Gnade dieses Glaubens leider abhanden gekommen, aber ich habe großen Respekt vor Religiosität. Ich glaube an ihn. Gott im Wahlkampf. Hat nichts zu suchen.
Ich glaube, Gott ist kein guter Wahlkämpfer. Legalisierung von Marihuana. Wenn es nach mir geht, nein. Würde mir nicht so gefallen. Wann haben Sie das letzte Mal geweint? Ausweichende Antwort: beim Zwiebelschneiden. Ja, das war vor einigen Tagen, da war ich bei der Geburt eines Kalbes dabei. Und das Kalb ist nach meiner verstorbenen Schwester, nach der Martina, benannt worden. Und das war sehr rührend. Wann haben Sie das letzte Mal gelacht? Gestern im Fernsehen. Smith goes to Washington in Arte. Heute, als ich mir auf dem Weg hierher zu Krone Hit ein kabarettistisches Video angeschaut habe, da habe ich gerade gelacht. Das ist ein paar Minuten her. Wir sind die meiste Musik.